Servus und herzlich willkommen jetzt hier bei der ganzen Geschichte. Wir haben jetzt Güllifon, wir haben noch ein Faltra mit dem T214 und einem 12 Kubik Machner Fassel mit Schleppschub. Wir sind wieder zu zweit, dann haben wir es dann eh leider fertig. Der Johannes fährt einen 175er mit dem Machner Fassel, das was ihr im Livestream gesehen habt. Sperren. Brettersbach auf dem zweiten Hof. Ich bin jetzt gar nicht mehr gewunken, dass ich mit dem Faltra wieder fahre, aber der Jonas hat heute mit seiner Kleinen, glaube ich, was ausgemacht. Jetzt hat er mich quasi gespannt lassen. Der Mann sagt, er hat sich wieder schlechter, die ganze Woche, hübsch Schränger und Schnee. Ich bin wieder ganz angenehm da mit dem drum zu fahren. Ich bin ja eigentlich wirklich nicht mit dem Bullock, aber es ist mir wieder besonders.
Und teilweise führt man das eigentlich schon auch mit ein paar Funktionen. Also kann auf alle Fälle leicht mit John Deere und Fendt mithalten. Wobei halt ich aber eigentlich, wenn ich ehrlich bin, die geräumige Kabine von John Deere, die meine ich, das, man hat zwar auch viel bloß, also man kann jetzt hinten Sitzkasten Bier hinstellen, wenn man mehr hat. Aber ich finde einfach das von John Deere ein bisschen wohnlicher. Ob ich da jetzt demnächst weg. Jetzt haben sie eh eine neue Serie ausgebracht, jetzt haben sie quasi die, den Tauch haben sie das komplett umgedreht auf die A. Also da auf die A-Holm, A-Sein. Genau. Weil ich fahre die neue 6M-Schlepper zum Beispiel. Die scheiß Kurven nicht auf, dass jetzt da kein Motorradfahrer rumsticht ums Eck. Da muss ich jetzt leider ein wenig ausfallen. Cool ist doch, wenn es nach vorne aufgeht. Ist ja ganz cool, wenn man beim Anhäcksel hinterher vor den Häcksler. Dann hat man immer einen frischen Luftzug, eine frische Ware. Dann haben wir jetzt gleich mal den Gang oberschalten. Die Schalterei ist ein wenig langsam. Ich bin mir aber nicht sicher, weil ich mir mit den Fahrstufen ein bisschen fahre. Weil ich eben keine Erfahrung damit habe. Aber bleiben wir schon ein paar Angaben ins Feld zurück, weil zwingen.
Zapfwelle rein. Ungefähr 420 Umdrehungen. Wir haben also Mischer dran, weil wir haben auch kein Förderungsprogramm nicht fürs Cool-Up, also für Schleppschuh von. Ja, cooles Bettel, weißer Bullock, schwarzer Bullock. Hörst du mich? Ja. Machst du dann eh fort, oder? Hast du gesagt? Ja, wie stimmt auch nicht noch. Ja, aber da werden wir nicht nochmal anfangen, oder? Ja, schlecht. Ja, dann fahre ich noch eine aus und dann darf es eh gut sein, oder was? Ja, okay.
Los? Wollt ihr ein Liefern? Alle? Brauchst du noch ein Video? Ja, ich. Bin ich warm, oder weg? Ja, hilf mir ein Mensch nicht zusammen, und dann haben wir das Ruhe noch nicht angekommen. Moment, so schauen wir mal, ob ich es kriege. Beziehungsweise ganz dick zum Sound hinfahren. Ach, der letzte Vorwurst. Ja, ich würde gerne mehr. Was sagst du? Ach, der letzte Vorwurst, den hat mir noch nicht. Ja. Bis der Hagel in den neuen Buch schaut, weil es geht sich über was. Aha. Was sagst du? Wie viel Zeit ist für eine Falter? Eine 214er. Die Serie. Ja, okay. Ich muss sehen, weil ich die Respekt.
gut. Schöne Pulli, gell? Mein Bruder fuhr das rein, Jungs. Der fuhr den Schnauze oder so. Hm. Ja, auch schon wiegst du da vorne. Und tauscht mir schnell. Was für ein GoPro sind das überhaupt? Das ist nein. Ich will nur jetzt achten. Ja, die nehmen sie in dem Fall. Von der Qualität her. Fix, ich habe schon wieder einen Haufen Diesel rausgefunden. Das ist letztes Jahr beim Mühlenfahren einmal gewesen. Da hat ein Fahrer mit dem Lastwagen hängen geblieben. Scheiße. Ja, die lügen schon die ganze Zeit, nein, da haben wir, aber ich bin nicht dazu gekommen, dass es da ist. Das ist auch scheiße Arbeit. Du bringst fast nicht raus. Da siehst du schon. Hä? Was dort singen, da siehst du schon. Ja, schauen wir dann nochmal nach Austria, falls es noch.
Lieblingswaffe ist? Die habe ich Gülligram. Was für eine? Die war das letzte Leibhubst. Ja, das stimmt auch mit der Zeit. Das trennen sie nicht. Das ist ganz normal. Wenn du das Fregno lernst. Ja, weil letztes Mal habe ich mit dem gearbeitet. Wenn du da schon, dass nichts passiert? Ja, mein Papa schon nicht drauf. Weil letztes Mal haben wir es nur am Essen gehabt und der Holzlassen von Kalito war.